Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. Wir haben ja im letzten Part, Gott, sind hier viele Kisten, die sind bestimmt... da ist ein Mimik drin, hundertprozentig. Im letzten Part haben wir ja den Drachen besiegt und ich bin hergegangen. Also falls ihr frühzeitig weggeschaltet habt, habt ihr es nicht gesehen. Haha. Und diese Tür hier haben wir geöffnet. Und jetzt werden wir erstmal alles mal anbumsen. So, ich nehme das Schild in die Hand. Okay. Hier ist anscheinend kein Mimik. Öffnen und nachschauen. Was befindet sich hier? Getrocknete Wurzeln. Ich muss übrigens meine ganzen Seelen mal wegbringen, ja. Beziehungsweise mal einsetzen. Guck mal, diese Kiste sieht komisch aus da hinten. Die sehen alle so sauber aus. Relativ. Verdammt, doch nicht. Ja, hier sind schon ganz viele Nachrichten. Okay, und Blutflecke. Ah, Gott. Das ist auch ganz gut hier. Da ist eine getrocknete Wurzel. Was machen diese getrockneten Wurzeln denn eigentlich? Mal nachlesen. Das hier sind die, oder? Stellt TP für einen langen Zeitraum wieder her. Oh! Oh Gott, ja, für den optionalen Boss, was? So. Blitzclown-Ring. Ah, wahrscheinlich. Macht er sowas wie Blitz. Erhöht Blitzangriff. Wow, das brauche ich. Ey, das ist ja richtig gut für mich. Nice. Schade, dass ich das jetzt irgendwie nicht vergleichen kann. Getrocknet, oder? Geht das? Warte mal, kann man hier irgendwie umschalten? Ah, hier. Und dann setze ich ihn ein. Ja, ein bisschen kriegen wir dazu. Warum nicht? Ist ja kein Mimik gewesen. Na gut, dann gehen wir weiter. Da habe ich auch kleine Bäuerchen gemacht. Tapsi, 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 tapsi. Hier ist sogar kein Leuchtfeuer in der Nähe, ne? Das ist auch ein bisschen bescheuert. So. Und einmal nach oben. Oh Mann, was erwartet mich hier? Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Wahrscheinlich das Trio. Ja, ich habe mich ein bisschen gespoilert, ne? Wegen dem Trio. Und ich dachte, dieses Trio, also welche diese Rüstung hier hat. Damit ist das Trio gemeint. Was sind das für Geräusche hier? Ah! No, no. Nein. Wir müssen noch Ausschau halten nach irgendeinem Leuchtfeuer. Das wäre jetzt, glaube ich, sehr wichtig. So. Hier bestimmt irgendwo. Einfach mal jede Mauer irgendwie antatschen. Hallöchen, verstecken Sie ein Leuchtfeuer irgendwo? Es geht noch weiter hoch. Da ist die Nebelwand. Schulverstadt des Heiligtums. Okay. Auf jeden Fall ist da eine Nebelwand. Und hier... Invasion des Finstergeistes von Feldschild Baldir. How about no? Oh Gott, er kommt auf mich zu. Wie erkläre ich ihm das jetzt? Komm her! Yeah! Oh, hab nichts mehr. Okay, du bist ein NPC. Feldschild Baldir. Klingt auch gut, der Name. Was hast du gerade geworfen? Yes! Erstmal schön deinen Hintern versohlen. Einmal kurz heilen. Du wagst es, dich gegen deinen König zu erheben? Siehst du nicht die Krone? Oh, der geht, der geht. Der ist einfach. So. Eindringling zerstört. Gut, 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 gut. Jetzt will ich aber meine ganzen Seelen nicht verlieren wieder. Verdammt, warum gehe ich dann hier immer noch hin? Wahrscheinlich, weil hier ein Leuchtfeuer ist. Schild voraus. Ah, ein Schild ist da drin. Heiligtumsschild. Ah, was macht das? Das ist nicht so gut, ne? Und ich kann es mit den Attributen nicht tragen. Schade. Ist hier ein Leuchtfeuer, eine versteckte Wand? Okay. Gut hinsehen. Ah, warte mal, da muss ich kurz switchen. Kann ich hier irgendwie eine Brücke öffnen? Feuer, hier ist Feuer. Vielleicht muss ich das anzünden. Ja, warte, machen wir gleich mal. So, ich will aber weiter so spielen. Irgendwie ist das besser. Ich finde es cooler irgendwie, keine Ahnung. Ja, jetzt sieht es wieder matschiger aus, weil wir die Hochauflösung gesehen haben. Anzünden, ne? Feuer wird bin ich und dann tolle Aussicht. Ja, ich wusste es. Bin selber drauf gekommen. Habe ich noch diese selbst entzündenden Dinger? Die sind das, ne? Genau. Bam.
Und entzünden. Und entzünden. Oh Mann, oh, ich dachte, hier ist ein Leuchtfeuer. Ich will ein Leuchtfeuer haben. Aha, da ist ne... Da hinten. Ach, da hinten ist ein Leuchtfeuer, oder? Direkt vom Boss ist ein Leuchtfeuer. Das ist ja sexy. Warte mal. Jetzt rasen wir hin. Ob es das gebracht hat? Ob es vielleicht auf der anderen Seite irgendetwas aktiviert hat? Weiß ich nicht. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Da hinten ist auch irgendetwas. Allgemein muss ich noch ganz viel hier untersuchen. Und ich bin auch gespannt, welche Bosswaffen es hier gibt. So, einmal entzündet. Einmal rasten. Und der König muss ganz kurz eine Pause einlegen. Super. Und hier befindet sich etwas. Moment mal, wo war die Nebelwand denn? Ich hab... Hä? Ah, war die Nebelwand etwa nur da, weil... Ah, im Fahrstuhl. Okay, weil hier ich invaded wurde, ne? Ja, ich glaube, daran lag's. Hier ist die Nebelwand. Okay, Bitches. Oder Biches. Auf geht's! Höhle der Toten. Aha. Nehme ich auf? Ja, ne? Gut. Habgieriger Andrei. Was ist hier? Ruiniertes Afles. Oh, die sieht cool aus. Dich nehme ich mit. Und dann will ich dich töten und deine Ausrüstung haben. Ups. Befindet sich hier unten was? Nein. Komm her, Phantom. Oh Gott. Oh Gott, die haben rote Augen. Genau, hack sie weg. Mach sie weg, mach sie weg. Mach sie tot. Mach sie tot. Was machst du? So. Giftiges Moos. Was machen die Roten hier? Die verfluchen wahrscheinlich einen oder sowas. Ach nee, Finstermagie. Ah, verstehe. Da kann man reinhüpfen, aber dann werden wir von allen Seiten beschossen. Aber hier befindet sich auch nichts. Okay, dann müssen wir, glaube ich, nach unten, ne? Ich sag mal hallo. Hallo! Au! Die versteinern einen. Das hat mir noch gefehlt, aber die haben sexy rote Lippen. So, verfolgt mich jemand? Aber du könntest mal hier ein bisschen, ne? Ein bisschen Damage machen und sowas. Leuchtkäfer, okay. Ist das sowas, was du auf dem Kopf hast? Sexy. Oh Gott, wie töte ich die am besten jetzt? Ich muss auf den... auf den Boden zielen, aber ich habe keinen Bogen. Weg, 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 weg. Die vergiften einen noch. Um Gottes Willen. Das ist eine Sackgasse. Ich will nicht versteinert werden. Nein. Versucht Wald. Was? Was für ein Wald? Ich gehe jetzt hier runter und hoffe, dass ich... nicht kalt gemacht werde. Oh Mann, ich dachte, der Boss kommt sofort. Ach, guck mal, da hinten, da ist eine Nebelwand. Da ist der, was? Da ist der. Irgendwo ist hier noch eine... Ah, hier, warte, da will ich jetzt hin. Nein, geht nicht. Was steht denn hier unten? Rückzug, verdammt. Oh, wow, hallo. Hey, wieso tötest du deine eigenen Leute nicht? Das wäre doch voll fair. Ah, von allen Seiten versteinert fast. Go, 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 go. Tut mir leid, dass ich nicht alles untersucht habe. Das wäre mir viel zu heftig. Okay, auf Wiedersehen. Oh Gott, betrübte Grabräuberin. Alter Soldat, Wag, alter Erkunder, Xerra. Oh, 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 wer zaubert da? Okay, das ist meine, ne? Oh, Havel! Oh, oh. Wow, sind die flott.
Wo ist denn der dritte? Da ist der dritte. Ich töte den zuerst. Okay, der hat einen verdammten Bogen. Oh, und wir sind tot. Wir sind tot. Wir sind tot. Heilige Kacke, aber wir machen gut Schaden, ne? Wir machen gut Schaden. Würden, glaube ich, sogar noch mehr Schaden machen, wenn ich da nicht um Hilfe gebeten hätte. Aber ich werde, glaube ich, noch jemanden holen, weil dann sind die abgelenkt und dann kann ich die schnell töten. Och Gottchen, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder dahin latschen. So nervig. Ich werde versteinert, bevor ich hier... Warum ist hier auch eine Sackgasse? Oh Mann! Orientierungssinn, vielen Dank. Kannst du dir nicht mal merken, wo du hingelatscht bist? Ich bin gleich versteinert. Und ich bin versteinert. Und da hinten liegt eine Kiste. Oh! Wir müssen uns da durchkämpfen. Wir müssen uns da durchkämpfen. Und jetzt hole ich mir meine Menschlichkeit wieder und kämpfe mich da durch. Scheiß Versteinerung. Kommt her. Zack. Und ich rufe diesmal dich. Habgieriger Andre. Kann ich beide rufen? Ja, auf geht's. Und jetzt werden die erstmal weggebumst, oder? Gebumst? Oh Gott. Ich wollte gebamst sagen. So wütend bin ich. So wütend bin ich. Du, komm her, du Eich. Natürlich tötest du mich fast. Mach sie fertig, los. Ah, super. Jemand, der Feuer einsetzt. Ah, da wolltest du dich heilen, was? Nein, 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 nein. So. Okay, die sind tot. Ich fühle mich ja gerade wie in Dragon Age. Oder Dragon's Dogma. Ist ja Dredd hier unterwegs. Auf geht's, die machen wir fertig. Und hier ist irgendwo noch ein verstecktes Leuchtfeuer. Da wette ich drauf. Warte mal, habe ich meine 100.000 Millionen Seelen verloren? Oh, ich habe gar nicht drauf geachtet. Oh, fuck. Das ist so dumm von mir gewesen. Oh, und ich kann es nicht rückgängig machen. Oh, ist das bitter. Ist das bitter. Scheiße, ey. So. Und hier oben war eine Kiste. Au. Ist normal. Gut, gut, gut. Kämpf weiter, kämpf weiter. Verdammt, ich habe 100.000 Seelen verloren, ne? Scheiße. Versteinert das etwas. Ah. Genau, kämpft euch durch, kämpft euch durch. Mir ist es klar, dass ihr es nicht zum Boss schaffen werdet, aber vielleicht, ja, vielleicht finde ich dank euch das Leuchtfeuer. Okay, ich würde sagen, wir kämpfen uns mal weiter voran, Leute. Wenn ich wüsste, wo es weitergeht. Ach, guck mal, da liegt noch was. So, die da auf dem Boden. Ach, Skettenläufer, ja, super. So, hier gibt es sonst nichts mehr. Gut, Leute, kämpft euch weiter voran. Wie viele Gegner gibt es denn hier? Das ist ja unglaublich. So, und wo geht's jetzt weiter? Links oder was? Da, hier links geht's weiter, okay. Gut, gut, gut. Zufluchtsort, okay. Ich brauche aber keinen Zufluchtsort. Ich brauche ein blödes Leuchtfeuer, damit ich den ganzen Weg nicht gehen muss. Ah, krieg ich nicht kaputt. Krieg ich nicht kaputt. Hier war ich ja schon, genau. Hier gab's keine Wand. Wow! So. Auch nichts. Ja, langsam bezweifle ich, dass es hier noch irgendwie ein Leuchtfeuer gibt. Scheiße, ey.
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich brauche mein Reparaturpulver gleich. Wo ist denn das Ding? Da. So. Auf geht's, Leute. Seid ihr bereit? Ja, natürlich seid ihr bereit. Kein Leuchtfeuer. Nee, es gibt kein Leuchtfeuer vom Boss. Oh, hier vielleicht noch. Guck mal. Was ist das denn hier? Oh! Nicht meine Sachen kaputt machen. Weg. Hey, lass mich durch. Lass mich durch, Mann. Geh weg! Okay, auf geht's. Auf geht's. Die machen wir fertig. Die machen wir fertig. Go, 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 go. Erstmal hier hinlocken. Erstmal hier hinlocken. Kommt her, kommt her, kommt her. Kann ich die backstabben oder sowas? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das geht nicht. Doch, das geht. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Nein! Oh, das war doch so gut. Oh. So, ich mache jetzt erstmal hier die Goldfruchtbalsam auf mich. Und dann haben wir unseren Willen ein wenig erhöht. Und einmal kurz Lebensstein und jetzt einfach vorbeirennen. Vorbei, 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 vorbei. Und wir sind ganz allein. Das ist auch ganz geil. So, schnell durch. Wille ist erhöht. Das heißt, wir können jetzt mal hier ein paar Blitzsperre feuern, oder was? Oh! Scheiße, ey! Oh Gott. Wo kommst du denn auf einmal her? Hey, ich wollte das doch alleine spielen. Ich war doch gerade in meinem Café. Warum bin ich wieder daheim? Ja, ich glaube, das ist so ein Dark Souls-Bug. Das ist aber doof jetzt. Jetzt musst du mir helfen. Ich war gerade mit Vendrick einen Kaffee trinken und jetzt habe ich ihn vollkommen enttäuscht. Der sitzt jetzt bestimmt und weint. Ja, da müssen wir den Entwicklern hier so einen Beschwerdebrief schreiben. Das geht ja gar nicht. Habt ihr auch schon mal diesen Bug gehabt? Dann schreibt es in die Kommentare. So, du hast gesagt, du bist hier durchgerannt, was? Ich habe keine Fackel dabei. Ich wollte es gerade anzünden. Achso, bringt das was, oder was? Nein, ich finde es nur schön. Ja, stimmt. Jetzt. Sehr gut. Ja, durchrennen können wir jetzt vergessen. Oh, du machst Schaden. Das sieht hübsch aus. Oh, du kriegst Schaden. Ah. Lasst ihn in Ruhe! Ich hab genug Flakos dabei. Die Kombi voll trinken. So, dann folgt mir mal, okay? Ja genau, hier am besten runterspringen, finde ich. Nein? Okay. Dann hüpfen wir da runter. Da und dann nach links. Flups. So, paar Rollen machen. Da liegen meine Seelen. Sind nur ein paar hundert oder so, scheiß drauf. Okay. Gut. Ja, guck mal, jetzt wo du dabei bist, spucken die gar nicht so heftig. Das ist wirklich so. Weil du wie viele Abonnenten hast. So. Und dann rechts hier an den Käfer vorbei. Rechts am Käfer vorbei? Okay. Ja. Warum nicht? Dann kannst du durchlaufen. Ja, das habe ich auch einmal. Easy. Ja, aber ich glaube, ich war einfach verzweifelt, dann habe ich es nicht geschafft. So, wie machen wir das jetzt? Ich sterbe, weil ich nicht genug Zeit habe, da durchzurollen. Deswegen das ist natürlich richtig. Weiche ich erstmal kurz aus, ich heile mich in der Zeit. Ich sterbe in der Zeit, verdammt! Hör auf, Havel! Kann ich da runterfallen? Ich kann da runterfallen. Ich spring runter. Heilen, heilen. Aufpassen, aufpassen. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich bin drin. Ich bin drin. Ich bin unten im Wasser. Roll einfach. Ich kümmere mich um die Rollen. Ich roll wie ein Irrer, aber die sind verdammt schnell. Das gibt's doch nicht. Mann. Okay, es ist recht schwer, dass ich mit durch den Nebel komme, weil die Taktik mit dem Durchrennen nur funktioniert. Wenn man alleine ist, ne? Wenn man alleine ist, weil man alleine schnell genug durchkommt. Zu zweit ist es ein bisschen problematischer. Aber wir schaffen das schon. Bist du da? Bist du da? Ja, geh durch. Ich muss durch. Eh nach dir. Ich backstab noch ein paar von denen währenddessen. Yes! Mhm. Oh, ich one-hitte die, wenn ich die backstabbe. Das hätte ich mal vorher wissen sollen. Ich hab alle gebackstabbt. Okay. Ja, oh Gott, ich habe einen großen Pfeil in den Arsch bekommen. Geh einfach rechts an der Klippe hoch, da bist du am sichersten. Ich werde durch die Wand von denen getötet. Alter, das gibt es doch nicht!
Ich kann da nicht mal durch Nebel gehen, bis du tot bist. Was ist da los? Du hast schon angezündet. Ich habe extra eine Fackel mitgebracht. Was? Oh, das ist jetzt aber peinlich. Kann man die auspusten? Leider nicht. Oh, tut mir leid. Ach guck mal, hier gibt's noch mehr Dinger. Aber ich renne jetzt durch. So, nach unten. Rollen wie ein Irrer, rollen wie ein Verrückter. Hä? Ach, gibt's da noch einen Weg runter zu springen? Also, es gibt viele. Weil du warst irgendwie vor mir. Ich dachte, da gibt's nur zwei Löcher. Nee, es gibt drei. Ach so. Die habe ich nicht gesehen, du. So, jetzt will ich den kurz besiegen. Kannst du schon mal vorgehen. Warte, ich mach kurz hier Goldfruchtbalsam. So. Ja. Oh! Gott, war das peinlich. Ist alles gut, aber. Alles gut, alles gut. Okay, rechts lang, ne? Ich geh rechts lang. Okay. Go, 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 go. Ein Lebensstein noch. Hä? Wo geht es denn hier rechts weiter? Ach, im Kreis. Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ach so. Gott, ja, genau. Sind die dumm. Sehr gut. Ich find's auch gut, dass man die backsteppen kann. Ich find's auch gut, dass ich jetzt mal mit im Kampf bin. Ich kümmere mich um die Bogenschützin. Ach, guck mal, die kann man sogar staggen, ne? Ich hab kein alles. Warte mal, was? Du kümmerst dich um die Bogen... Ich hab dich nicht dafür engagiert. Warum? Die nervt am meisten. Uah. Kommt runter, hier. Arschgeigen. Scheiße. Oh, ich glaube, die finden dich ganz sexy. Die kommen hinter dir. Ja, ja, seien sie ruhig. Einer noch, einer. Ich hab hier Havel. Alter, der Havel ist ja schlau geworden. Ja, der hat ein bisschen mehr Leben. Halt dich, Junge. Mann, bist du schnell, Havel. Gar nicht mehr so schnell in Erinnerung. So. Ich komme hier gerade ein bisschen durch die Schlucht hier unten, durchs Wasser. Das ist ja genauso langsam wie ich. Ach, du bist da unten. Ah, da bist du. Hey. Hallo. Oh, du kannst ihn jetzt backstabben. Auf geht's. Hol ihn dir. Ich hab... Ups. Du hast einen Backstab gemacht, aber er hat nicht gezählt. Ja, wahrscheinlich, weil er gerade angegriffen hat oder sowas. Keine Ahnung. Okay, Achtung. Pass auf. Ja, die kommen jetzt auf dich zu. Bogen. Havel ist runtergefallen. Idiot. Ah, sehr gut. Guck mal hier. Hi. Oh, fuck. Komm her, du blöde Kuh. Zwei Katanas, Blutungsschaden und so. Kommt Havel zu mir oder ist Havel bei dir? Nee, Havel ist bei mir. Havel ist bei mir. Aber ich glaube, der Bogenschütze ist bei... Oh, fuck. Ich hab einen Bogenschütze. Gott, ich sterbe wieder. Ich sterbe gleich wieder. Heil dich schnell. Wozu habe ich dann 15 Anpassungen hier? Ja, klar. Einfach töten. So, komm her. Jetzt finden die dich ganz sexy. Mich soll bitte keiner gerade sexy finden. Ich möchte mich kurz heilen. Danke. Ja. Die können übrigens auch backstabben. Haben sie schon mal bei mir geschafft. Oh. Das ist gut zu wissen, Kowski. Oh Gott. Ja, ich habe noch ein Viertelchen Leben. Dann lauf einfach dahinter. Passt schon. Oder hüpf im schlimmsten Fall runter und trink dann. Okay, die leben alle drei noch, aber nicht mehr lange. Finde ich ein bisschen schade, dass er nicht Havel heißt. Das wären solche schönen Erinnerungen. Oh Gott, die sind alle auf dem Haufen, pass auf. Wieso blockst du denn nur, Holly? Du musst doch einfach nur wegrollen. Wer hat dich auf die Idee gebracht, dass du die Waffe von Havel blocken willst? Mein Schild. Achtung, Pfeil. Okay, scheint dich verfehlt zu haben. Ja. Jetzt sind das doch noch zwei Hände in der Hand. Was willst du mir damit sagen? Hab Havel und die Bogenschützen einmal gebacksteppt. Beide gleichzeitig, nicht schlecht. Beide nacheinander, ja. Beziehungsweise die Bogenschützin ist ein Kerl, aber ich nenne sie immer Bogenschützin. Du hast die Frau eigentlich. Guck mal, Holly, ich kann nicht mal gegen eine Frau kämpfen. Ich habe die Frau? Ja. Wie heißt sie denn hier? Betrübte Grabräuberin oder was? Ja, ich habe nie geschafft, auf die Namen zu gucken während des Kampfes, deswegen weiß ich nicht, wie die heißen. Okay, du hast auf jeden Fall Kerra. Und ich habe... Ja, ich habe die betrübte Grabräuberin. Meine Fresse, ist sie betrübt! Naja, die lässt jetzt den Frust an dir raus. Ja, das ist nicht cool.
Oh, ich bin so schlecht, ich bin so schlecht. Gebt mir ein Schild und ich schaff euch. Bogenschütze tot? Bogenschütze, eher gesagt. Jetzt habe ich nur noch einen aggressiven Havel. Und ich habe hier die eine. Gleich habe ich die. Oh, der will zu dir. Die will zu dir. Es will zu dir. Komm jetzt zurück. Böse. Komm zurück. Wahrscheinlich bin ich lang. Bin ich dir zu langweilig? Ha. So. Gegen Havel gibt es einen ganz coolen Trick. Und zwar? Wenn er blocken würde, was er nicht macht, kann man ihm einfach so einen Schildschlag geben. Den er mir immer gibt. Wupp, wer ist hier dann unterwegs? Die Grabräuberin ist wieder in der Haus. Es. Pass auf, Holly. Ja. Ja. Nicht beide zusammenziehen. Aber ich habe Schaden gemacht. Die kommen beide hinter dir her. Das ist gut. Kann sie nicht aufhalten. Jetzt kommt eine Herausforderung. Havel ist stehen geblieben. Ja, Havel will immer noch zu dir. Da war der Schildschlag. Oh Mann. Okay. Lenk mal kurz Havel ab. Ich heil mich mal währenddessen. Sind die beiden hinter mir her? Einer ist bei mir. Okay. Soll ich den anderen machen, während du Havel tötest? Ich würde mich gerne heilen. Warte. Hi. So. Aua. Okay, kannst dich heilen, die schlagen gerade mich kaputt. So, vor allem ist mir aufgefallen, ich habe gar keinen Knochenstaub aufgesammelt. Oh. Das nicht so gut ist. So, komm her, Havel. Wow. Da hat mich Havel. Du hast Schaden gemacht. Ich dachte, die haben sich gegenseitig Schaden gemacht. Das wär's noch. Okay, Havel ist tot. Oh Mann, kann ich vielleicht auch jemanden töten? Das wäre nett, ey. Nein. Schlecht. Heil dich voll, Holly. Schlecht. Komm, warte. Warte, jetzt guck. Ja! Ja! Hast du das gesehen, wie ich ihn gebamst habe? Ja, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Ja, so. Das war ja atemberaubend, dieser Kampf, ey. Ja, richtig geil, wie du den ausgewichen bist. Ja, warte mal. Und ja, ich habe weniger gebraucht, nur... Warte, ich habe, glaube ich, die letzte Aufnahme habe ich vor Wut abgebrochen, dann habe ich dich gerufen. Ich glaube auch 50 Minuten. Oh, Junge. Du bist weg, ja? Gut. Ich bin weg. Gut, du bist weg. Verdammt. Hier ist eine Kiste. Geht's hier noch weit weiter? Oder ist gleich vorbei? Da ist nur Loot. Da ist nur Loot. Okay, keine schauen Panik. Wir mal. Was sieht, herzlichen Glückwunsch. Sie haben das DLC abgeschlossen. Tauscht jetzt so einen leuchtenden Text auf deinem Bildschirm auf. Ach, hier ist auch der Blumenrock, den du da hattest. Da. Sehr schön. Wie sieht so hübsch aus. Hä? Wo bin ich hier denn gelandet? Warte, hier ist noch mehr Loot und wir finden hier eine Fackel. Ja! Das hat sich gelohnt. Und was macht denn der Rock? Hat er irgendeine Fähigkeit? Das habe ich auch geguckt. Nein, hat er nicht. Oh. Aber es ist auch nur ein einzelnes Teil. Vielleicht findet man die restlichen Teile in den nächsten DLCs. Das kann auch sein. Immer hinter jedem optionalen Boss findet man ein weiteres Frauenkleidungsstück. Ja, aber die Schuhe sind... Ach, ja, stimmt, das sind so hochkackige Schuhe. Egal. Hier gibt es noch mehr Loot. Aber hier ist gar kein Mimik. Hast du nicht mal gesagt, hier gibt es einen Mimik? Denkst du, ich sag dir die Wahrheit? Ja. Oh. Dunkles Großschwert. Ja, das skaliert bestimmt mit Das Willen. Ist eine Hexerei. Ah, Hexerei. Oh, ich habe 10 Minuten in meinem Inventar gesucht, bis ich es gefunden hatte. In meinem Part deswegen, also ja. Ja, warte mal, ich finde es auch gerade nicht. Ganz unten letzte Hexerei, die du haben solltest. Ach so, das ist gar keine Waffe, das ist, ach so. Das ist Hexerei, habe ich doch gesagt. Ja, ich dachte irgendeine Waffe, die mit Hexerei skaliert. Ich bin aber nämlich dumm. So. Ja, brauche ich jetzt eh nicht. Sieht aber cool aus. Gut, das war's dann, ne? Ich kann jetzt sagen, hey, ich habe das DLC geschafft, oder? Ja. Oder wie? Kannst dich aufs nächste DLC freuen, was bald rauskommt. Wann kommt denn das? Weißt du das? Nächsten Monat irgendwann, ne? 20. oder so? 15. Irgendwie. Wir haben so. Schon den nächsten Monat. Ach so, oh. Es ist schon Gott. Der 6. August. Ach du Scheiße. Jetzt hast du nur 2 Wochen Pause. Ich sollte mal rausgehen. Dark Souls 2 DLC. So. Release Date. Ich google gerade. Okay. Ich sag bis dahin, dass ich auf jeden Fall leveln werde. So geht das nämlich gar nicht. Ich will stärker werden und das nächste Mal dann ohne Hilfe alles schaffen. Am 26.08., das ist genau 20 Tage.
20 Tage. Throne of the Old Iron King, also die Krone vom alten Eisenkönig, den man schon mal getötet hat. Oh. Ja, das heißt, also ich stelle mir jetzt kein Eisgebiet vor, sondern so ein Feuergebiet, Lava. Ja, aber auf dem Bild her ist es ein Schnee. Mhm, deswegen. Das ist vielleicht irgendwie etwas um hier. Da denken die Zuschauer, obwohl, ja, der alte Eisenkönig Lava und dann, was, jetzt kommt's. Hey, hör auf, ich will Schnee. Nein. Ivory ist, glaube ich, der dritte. Ivory ist der Schnee. Nee. Aber der zweite sieht auch schon recht schneeig aus, aber kann auch mehr eisig sein. Ich weiß es nicht. Das erfahren wir im nächsten DLC und im nächsten Part. Nee, beim dritten steht Freezing Storms. Da bist du, warte, Crown of the Old Iron King is set in a massive tower engulfed by black mist where flames, smoke and sorcery lurk. Oh Gott. Da freue ich mich drauf. Und wo ist das Gebiet? Boah, kleines Bäuerchen. Das steht wahrscheinlich nicht da, ne? Steht noch nicht, ne? Okay. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht das Bewerten. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, kein Ding. Du kannst jetzt weiter Käffchen trinken gehen. Ja, Hendrik wartet bestimmt schon. Enttäusche nicht. Tschüss.